Wir bekommen eine neue Pikachu-Promokarte und das nächste japanische Set steht. Und was macht hier bitte das japanische Pokémon Center? Die nächste Welle an Van Gogh-Pikachu-Karten ist auch schon unterwegs. All das in der heutigen News. Fangen wir an. Wir starten erstmal mit einer wichtigen News und das ist der Pokémon Day. Pokémon Presents coming on Pokémon Day im nächsten Dienstag. Das ist, um genau zu sein, der Februar, das 27. der Dienstag. Und das werden wir live streamen auf dem Hauptkanal. Ich freue mich darauf. Ihr seid hoffentlich mit am Start. Und warum ich das hier mit reinnehme? Weil beim letzten Jahr Pokémon Presents wurden alle möglichen Sachen behandelt, auch von den Games. Aber auch hier Trading Card Game Classic Box announced. Es ist durchaus realistisch, dass wir da was sehen zum TCG. Vielleicht sogar das Pokémon Center in Europa. Jedes Jahr hoffen wir darauf. Jetzt haben wir wieder eine Chance. Ich hoffe sehr, dass sie das umsetzen werden. Die nächste Sache, die wir hier haben, Scarlet Violet Crimson Haze wurde offiziell angekündigt. Das nächste japanische Set steht und das sieht hier schon mal sehr, sehr, sehr geil aus. Das Set erscheint am 22. März, enthält 66 Karten plus die SR-Karten. Eine Box kostet 5400 Yen. Eine Boosterbox enthält 30 Booster und ein Booster-Pack enthält 5 Karten. Also ein ganz normales japanisches Set. Und ich finde, das sieht schon mal sehr, sehr, sehr ansprechend aus, das Booster-Cover. Blutmond Ursaluna, finde ich persönlich, ist ein cooles Pokémon. Wir haben auch schon die SAR davon, die wir uns gleich anschauen werden. Einmal hier das Display. Ich persönlich habe aber das Gefühl, dass das Set ein bisschen untergehen wird. Das ist einfach so mein Bauchgefühl. Ich finde aber die EX-Karten sehr, sehr gelungen. Und das habe ich gemeint mit Despota, als wir es im Livestream gezogen haben. Das ist doch mal ein richtig fettes Despota-Artwork. Also die sieht schon mal sehr, sehr, sehr geil aus. Auch hier das Testo-Pummeluff haben wir. Und auch hier eine neue Ace-Spec-Karte. Da freue ich mich auch schon drauf. Soll ein Reprint sein. Und die ganzen anderen Karten, die wir auch hier in dem Set bekommen. Hier ist möglicherweise alles nochmal als Artwork vertreten. Und das sind die Trainer, die wir dann auch wahrscheinlich als Full Art oder SAR sehen werden. Der Helm und einmal der Hammer. Und wo waren sie genau? Hier. Die erste Artwork-Karte und das erinnert mich ganz stark an Manaphy von Faustar Universe, meine ich. Auch hier ein Fiona-Artwork unter Wasser. Sieht schon sehr cool aus mit den ganzen Pokémon im Hintergrund. Und Blutmond Ursaluna steht jetzt auch fest. Und ich sage euch ehrlich, ich hätte es cooler gefunden, natürlich, wenn das so ein richtiges actionreiches Artwork gewesen wäre. Das sieht schön aus, ist wirklich schön illustriert. Aber Blutmond Ursaluna, wenn wir uns das mal hier anschauen, die EX-Karte oder das Booster-Cover, das ist ein böses Pokémon, böses in Betonung. Aber ja, damit kann man leben. Ich finde, es sieht trotzdem sehr cool aus. Dann haben wir die Gewalten der Zeit Pre-Release-Promo-Karten. Und deshalb halten wir uns ganz kurz. Einmal Impergator, freut mich persönlich. Ich bin ein Impergator-Fan. Dann haben wir einmal Metank, super, super spielstark, stärker als Metagross. Und die zwei, die sind schon ein Highlight, weil die haben so geniale Artworks. Und dann noch mit dem Release-Stamp von dem Gewalten der Zeit-Set mit drauf. Das stelle ich mir schon sehr, sehr, sehr nice vor. Das ist jetzt eine etwas interessantere Sache. Pokémon Center in Japan fängt nun an, englische Pokémon TCG-Produkte zu verkaufen. Und hier gibt es Bilder dazu. Das hier ist alles im Pokémon Center Japan. Wir erkennen auch hier am Seal, dass da auch, oder die Preise, es ist in Yen. Und hier sehen wir einmal silberne Sturmwinde, verlorener Ursprung. Das finde ich krass. Astralglanz und hier strahlende Sterne. Das ist wirklich krass, strahlende Sterne. Dann noch Scarlet Violet Base und Paldea Evolved. Und hier sogar ein Aufsteller. Wie eine ETB aussieht, das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an, weil wir nur dieses Bild haben und das sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Dann haben wir natürlich auch noch hier Kollektionen und auch noch Trainerboxen und Centerboxen. Auch nochmal ein bisschen Equipment, Sleeves, Playmaps etc. Und ich vermute, und das steht auch hier mit dabei im Artikel, dass das Reste sind von der Worlds in Yokohama. Da wurden dann genau die gleichen Sachen verkauft. Plus Entwicklungen in Paldea. Das kam erst danach raus, aber im Pokémon Center Indonesien gibt es auch englische Produkte, dass man es dann von Indonesien nach Japan rübergeschippt hat. Und jetzt vielleicht mal schaut, wie das so ankommt, wenn das gut ankommt. Und vielleicht werden wir dann auch japanische Produkte im normalen Pokémon Center sehen, quasi als Switch, damit das irgendwie fair ist. Ich hab keine Ahnung, aber ich finde das sehr, sehr interessant. Wir schauen mal, was so die
Zeit mit sich bringen wird. Und nun kommen wir zu der neuen Pikachu Batik Shirt Promokarte, die es in Indonesien gibt. Denn in Indonesien gibt es eine Pikachu Promo Tour und in jeder Stadt bekommt man dann diese Karte. Wir schauen die uns auch gleich im Detail an. Diese Pikachu Chat GA Promo Aktion. Themed Airplane, also ein Flugzeug im Pokémon-Design, das zeige ich euch auch gleich. Und die Aktion läuft schon. Wir haben hier einmal den Link und so schaut der Chat aus. Finde ich sehr, sehr, sehr cool, dass sie sowas noch machen. Wir haben auch hier auch die andere Seite. Das sieht echt cool aus. Und auch hier ein Video. Ich werde euch das verlinken in der Videobeschreibung. Und wenn man sich die Karte holen möchte, dann zahlt man hier schon ordentlich 46 Euro plus Versand ein 10er plus Einfuhrnummer 10, 12, 13 Euro. Ist wirklich ein schönes Artwork. Aber Freunde, das muss einem halt wirklich das Geld wert sein. Ist limitiert, aber dadurch, dass die in jeder Stadt verfügbar sein wird, und sie werden da wahrscheinlich viele printen, ja, kann man machen, aber ich glaube nicht, dass ich sie mir holen werde. Dass sie nicht holographisch ist, das stört mich schon, aber unterm Strich ist das eine coole Karte. Und jetzt kommt ein sehr, sehr spannendes Thema. Massive Second Wave of Pikachu Van Gogh Promos. Releasing dieses Wochenende, also heute, wenn ihr das seht, morgen am 24. die dritte Welle kommt. Und angekündigt haben das Intertoys und Mediamarkt Stores. Und das ist gut, weil das große Ketten sind, die bekommen auch sehr, sehr, sehr viel, dass sie eine dritte Welle angekündigt haben am Samstag, den 24. Man musste beim letzten Mal 30 Euro ausgeben. Wahrscheinlich wird das diesmal nochmal der Fall sein. Hier haben wir sogar den offiziellen Werbebanner, auch dass es auch bestätigt ist. Um die 150 Karten pro Stores, 260 Stores gab es und die haben dann ungefähr zwischen 75 und 650 Karten pro Store angeboten, was unglaublich viel ist. Und was noch dazu kommt, Intertoys hat sogar noch ein Giveaway angekündigt mit einer in der dritten Welle. Was da aber stattfinden wird, keine Ahnung. Vielleicht so ein Glücksrad, dass man die umsonst bekommt, die Karte. Erst wurde vermutet, dass 100 Karten von der Pikachu-Karte, der Pikachu with Greyfeld hat, in den globalen Markt reingepumpt werden. Aber wahrscheinlich sind das sogar noch mehr, was ich gut finde. Die aktuellen Preise auf Card Market sind wir so bei um die 50, 60 Euro und in den Staaten so etwas über 100 Dollar. Das ist sehr, sehr interessant und finde ich auch sehr, sehr gut, dass sie das machen. Ich würde noch immer warten, aber ich sage euch ehrlich, nach dieser Welle würde ich nicht davon ausgehen, dass noch viel mehr reinkommen wird. Ich kann mich natürlich täuschen, aber das ist schon sehr, sehr, sehr cool, dass wir so viel haben. Lasst mich gerne wissen, wie ihr darüber denkt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.